Aber wenn... Wir haben Zeit, alles gut. Du musst trotzdem hierhin fahren, weil das, die Drohnen sind wichtiger als die hier. Tut mir leid. Ihr müsst jetzt halt mal ein bisschen ohne auskommen, bis der euch reparieren kommt, weil ich sonst nämlich hier ein Problem habe, wenn mein Strom ausfällt und so. Wird das sonst kritisch? Wenn ich das mal so anmerken darf. So, in der Zwischenzeit ist Nacht geworden, dann baue ich jetzt hier aber dann doch mal die Lager hin, die ich ja eben schon dreimal angetestet habe, aber dann nicht platziert habe. Das heißt, ich möchte Lager, Eisen ungefähr. Ist das schon zu weit? Ich weiß es nicht. Ich platziere das mal dahin. Ja, ich weiß, ihr könnt da gerade nichts machen. Ich weiß. Und dich platziere ich einfach mal. Jetzt wird hier alles ausgelotet. Das kann dann okay, weil ich die nur so platzieren kann. Bauen wir unser Betonlager. Das ist schwierig. Ich weiß ja nicht, in welche Richtung. Ich möchte hier eigentlich auch noch weiterbauen, ne? Mal gucken. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Fahren wir ruhig da ganz rein. Oh ja, das wird lustig. Du sammelst das jetzt ein, das ist gut. Vielleicht baue ich meinen Tommy. Also man kann nicht da rein theoretisch noch rein. Das muss alles genau passen. Also ich möchte, dass das alles genau passt. Aber ich möchte auch nichts verschwenden. Und dann wird. Hier, da wäre optimal, wenn ich den, wenn ich da den Platz finden würde. Warte mal. Ungefähr dahin. Das ist, muss auch nicht ganz exakt sein, aber wenn es ungefähr passt, reicht mir das auf jeden Fall schon aus. Du sammelst da fleißig Sachen rein. Das ist gut. Ja, die Menschen, die Männer können nur so ein bisschen im Orbit warten, weil ich zuerst die andere Rakete landen möchte. Anomalie inzwischen wieder gefunden. Nee, nur da hinten, aber da komme ich noch nicht hin. Muss ich den noch erforscht haben und dann kannst du doch noch da weitermachen. Wir haben schon eine ganze Menge erforscht von dem Gebiet, auf dem wir hier sind, auf jeden Fall. Hey, hi Lucy. Na, alles gut bei dir? So. Ja, gut. Und ist das da? Du sammelst da gerade Eisen ein. Ja, das ist noch fernab von Drohnen. Das ist aber auch klar, dass das fernab von Drohnen ist, weil da ist ja auch noch nichts gebaut. Was ist das hier für ein? Das ist meine Passagiere und das ist meine Frachtrakete. Blöd, dass ich das. Jetzt habe ich ein Problem, weil eigentlich brauche ich die Passagiere hier und die Fracht da. Ich kann die Fracht aber nicht hier hinpacken und die. Ah, es ist blöd. Ja, bei mir ist auch alles gut soweit. Es ist nur gerade irgendwie falsch rum.
seit 142 Stunden, du bist auch wahnsinnig, ey. Ja, und richtig reich bist du schon, 6470. Ja, wird alles geliefert. Ich bin gerade auf dem Weg, das alles zu besorgen hier, alles super. Gut, dann kann ich aber rein theoretisch... Nee, kann ich noch nicht. Wie viel Platz hast du? Du hast 30 Platz, okay. Aber gut, dass du das alles einsammelst. Genau das soll so passieren. Ich kann mir ein bisschen was kaufen. Was kannst du denn kaufen? Was möchtest du denn kaufen? Das hört sich so nach, ja, ich habe einen Plan an und genau das soll es sein. Für einer, wer kann mit dem hier eigentlich rum? Das ist der Kommandeur. Okay, den brauche ich. Ja, den brauche ich auch genau da. Im Moment. Ich kaufe mir einen Platz in der Kuppel. Na, dann in welcher Kuppel denn? Ich sag dir nur so, das ist nicht billig. Da bist du meine. Das ist, ne? Also, billig sind meine Plätze nicht. Passt schon, okay. Na, wenn du meinst, was ist das hier eigentlich? Das ist Metall auch noch, okay. We have a food shortage. Der ist am McDonald's. Nahrungsknappheit? Warum hungerst du denn? Es gibt doch Essen ohne Ende. Ich will ja nicht sagen, aber ich habe Nahrung ohne Ende. Ich habe 530 Einheiten Nahrung. Willst du mich eigentlich verarschen? naja, gut, okay. Dann bekommt ihr halt noch einen. Dann bekommt ihr halt auch noch ein Nahrungslager. Aber. Also, dass hier jemand hungert, das verstehe ich wirklich nicht. Weil der ganzen Nahrung, die ich habe. Also, das. Tut mir leid, das verstehe ich nicht. Ja, mache ich das schon. Ich kümmere mich ja drum, aber ich verstehe nicht, warum. Es tut mir leid. Also, so, ich habe so viel Nahrung. Ihr bekommt gleich noch einen Hydro-irgendwie-Garten. Dann kann ich... in diese hier. In die Hauptkuppel sozusagen. Ja, okay, gut. Ja, es geht. Ich kann nur Nahrung produzieren. Ich kann nicht das Essen produzieren, was die möchten, wenn sie den Steak möchten. Und ich habe halt gerade keine Steakproduktion. Da tut mir das leid. Ich kann keine Steakproduktion bauen. Ich kann nur eine Nahrungsproduktion bauen. Ihr werdet nicht verhungern. Hier kommt gleich eine Rakete, die gibt euch alles. Vielleicht. Aber da ihr hier am Hungern seid, ganz offensichtlich. Ihr habt doch sogar. Ihr habt hier doch sogar eine Farm. Wollt ihr mich eigentlich komplett? Also. Ihr habt doch sogar da den Essens. Ich sag einfach nichts dazu. Mann, ey. Apropos, warum ist da eigentlich keine. Warum ist da keine Brücke drüber? Die muss dann gebaut werden, sobald das alles wieder passt. Ja, allerdings, vor allem, weil die da ja selber Essen produzieren sogar. Das ist so unglaublich, ne? Ich sag da nicht so. Was ist denn das jetzt für eine? Das sind die Passagiere. Die müssen ein... Ja, super. Das ist kacke. Obwohl, ich mache es so. Die kommt nach dahin. Jetzt fährst du noch hier unten. Obwohl, nee, du kannst nicht nach da unten, weil das erst repariert werden muss. Ah.
Das ist nie lustig, Wally, das ist nie lustig. Die sollen aufpassen, dass ich sie nicht rausschmeiße. So. Ja, okay, gut, und jetzt musst du noch. Ja, du kannst nur ganz im Süden da landen, bitte. So. Jetzt kann ich nämlich dich nach hier unten fahren, weil ich da nämlich jetzt auch Drohnen brauche. Aber ihr braucht erst die... Ja gut, dann repariert das doch bitte erst, aber dafür muss erst die Rakete... Ah, es ist genau falsch. Genau, zwei Touris habe ich mitbestellt noch. Das sollte also alles kein Problem sein. Zack. So, was machst du hier unten? Du hast inzwischen 30 Einheiten, dann bitte einmal da unten entladen. So, jetzt haben wir hier die fleißigen Arbeiterdrohnen, die die Raketen leer machen, das ist gut. So. Kann ich dich jetzt endlich von da wegziehen, dass du so... Weil die jetzt von der Rakete gesteuert werden, müsste das eigentlich rein theoretisch möglich sein, dass ich dich jetzt nach hier unten schicke, weil da unten sollst du ja schließlich auch arbeiten. Ja, perfekt, wenn das klappt. Super. Genau so soll es sein. So, jetzt muss ich hier meine Elektrofabrik bitte einmal hier... Achso, okay, du brauchst, was brauchst du? Edelmetall, okay, das habe ich hier nicht. Dann kann ich auch alles auflassen, was brauchst du? Warte mal, verbrauchst du irgendwas, was ich brauche? Metall, ja, nee, das ist auch nicht so schlimm, weil das habe ich da unten gelagert, wo gerade keiner dran kommt. Nicht funktionierende Gebäude. Ja, das liegt daran, dass ich im Moment, wie gesagt, so ein bisschen am Sachen machen will. Fällt in mein Auto jetzt? Achso, das ist da unten. Das ist da. Okay, gut. Wenn du angekommen bist, sag Bescheid. Dann sage Bescheid. Nicht sag Bescheid, sondern sage Bescheid. Natürlich. So. Jetzt haben wir das auf jeden Fall schon mal fertig. So, jetzt fährst du noch da unten und ich speichere erstmal ganz in Ruhe ab. Unter Schokorückeleifer. Ja. Ja, ich finde das eigentlich auch ganz cool. Resources are low. Ja, Ressourcen niedrig. Ich bin doch gerade dabei, so ein paar Sachen auszugleichen. Hier oben brauche ich gleich noch irgendwie so ein... Das Ding ist auch kaputt. Warum sind denn die ganzen Dinger kaputt? So, du machst jetzt... nee, davon brauchst du nichts einladen. Du fährst erstmal bitte nach hier hin. Oder haben die das hier hingebracht in das Lager? Das wäre natürlich noch besser. Nee, da ist es nicht. Da sind die auch nicht. Wo sind denn die Dinger hin? Ich hab doch noch angeblich 11 Stück davon. Die müssen doch irgendwo sein. Hallo? Research. So, jetzt packst du die Drohnen aus. Genau, gut, das ist auch okay. Jetzt
Jetzt möchte ich nämlich hier möglichst nah dem Lager natürlich erstmal einen davon da noch haben und dann ups. So. Und dann möchte ich jetzt endlich weil hier keine Kupfel ist. Aber ist egal, ich baue den trotzdem erstmal. Kann ich den Baufortschritt erstmal nicht bauen, bitte. Dafür erstmal noch keine Ressourcen verwenden. Weil da muss erst eine Kuppel hin. So. Sind hier inzwischen diese Dinge angekommen? Ja, perfekt, gut. So. Und zwar möchte ich nämlich, dass ihr hier so ein bisschen was baut für mich, weil ich möchte nämlich hier auf jeden Fall eine Landeplattform haben auch. Resources are low. Für Raketen. Dann kommt da die So, ich möchte, dass ihr den dahin baut und dann kommt das Drohnenhub, was ich gefordert habe, bitte dorthin. Dann habe ich noch gefordert einen Strom. Dings, Generator-Ding, damit das Ding hier direkt mit Strom versorgt werden kann. Und ich habe gebeten, eine Wasserversorgung, aber das kommt dann später. So. Was macht unsere Forschung? Unsere Forschung ist dabei, die irgendwas zu erforschen. Okay. Was ist das hier? Wassererzeugung um 50% erhöht, das ist mir egal, das geht bitte sofort nach fast ganz oben, weil das ist ja gerade, das wird ja gerade erforscht, das möchte ich jetzt nicht abbrechen dafür. Gefängnisstadt der Kunde. Ja, nee. Ist das hier? Ja, Drohnen müssen länger arbeiten. Effizienter arbeiten. Lagerkapazität, ich habe keine Lagerkapazität, das ist schon schlimm genug. Ich hätte gerne hier so einen komischen Laser, damit ich meine Meteoriten besser abwehren kann, aber ich habe hier nur meine Kuppeln hier oben, die geschützt sind im Moment, aber das ist auch nicht so schlimm. Das hier. 1, 2, 3, 3,5. Reichen 3,5? Ja, 3,5 reichen. Gut. Ressourcen einladen. 1. So. Damit fährst du jetzt hier runter. Sector scanned. Gefundene Anomalie. Okay, das ist okay. Die ist sogar für mich erforschbar. Wo ist denn mein Anomalien-Scan-Dings-Gedöns? Wo ist denn mein Erkunder-Transporter? Erkunder, da habe ich dich ja. Du darfst auf eine Reise nach hier unten einmal, bitte. So. Jetzt kannst du nämlich wieder nach oben fahren, weil jetzt habe ich da nämlich das Drohnen. Eigentlich müsstest du jetzt funktionieren.
Schuld, dass keine Drohnen, ne? Schlechte Momente, du bleibst mal da. Bleib erstmal da. Habe ich irgendwo so eine Drohnenauflade-Dingsbums? Die hätte ich nämlich noch gerne. Hier nehmen, dann können die nämlich auch aufladen. So. Das sieht doch gut aus. Was musst du befreien? Du bist immer noch dieses Safari-Ding, ne? Wie wär's, wenn ich mal deine Route ein bisschen ändere? Komplett doof so, also so ist sie echt doof gewesen. Den Startpunkt können wir aber trotzdem natürlich bei der Kuppel lassen. Dann fährst du aber so da lang. Da lang.